Das sind sie, die Tops of Styria 2015. Herausragende Unternehmerpersönlichkeiten, die mit einem ganz schönen Brocken ausgezeichnet worden sind. Dem Top of Styria, gemacht aus echtem Gestein vom Dachstein. Der Zusammenhang liegt nahe. Wir haben gedacht, die Spitzen der Steiermark sollen mit Steinen vom höchsten Berg der Steiermark, dem Dachstein, also dem Top of Styria, ausgezeichnet werden. Das ist zwar nicht immer ganz einfach, diese Steine vom Dachstein herunterzubekommen, aber heuer haben uns die Bergbahnen geholfen und die wurden wirklich mit einer Gondel vom Dachstein heruntergeführt. Der unternehmerische Geist in der Steiermark ist ungebrochen. Wir nennen ihn ja auch den steirischen Spirit. Das ist eine Mischung aus Ehrgeiz, aus fachlicher Qualifikation, aus Leidenschaft am Tun und vor allem auch beseelt mit den unternehmerischen Tugenden, nichts für unmöglich zu halten. Produktion, Dienstleistung, Handel und Tourismus sowie Innovation und Lebenswerk. Das waren die Kategorien. Und darin sind die steirischen Unternehmen top. Einerseits müssen sie ideenreich sein. Zweitens müssen sie ständig veränderungsbereit sein und nicht nur reagieren, sondern aktiv Änderungen anzustreben. Und was sie auch müssen, ein bisschen eine Risikobereitschaft haben, weil Unternehmertum ist auch Risiko. Wenn man so ein Startup gründet, das ist meistens aus einer Ideologie heraus und da gehört Ehrgeiz dazu, Ehrgeiz, viel Engagement und natürlich auch das richtige Team und das Glück, dass man die richtigen Leute findet, da, die mithelfen, die mit anpacken und die wirklich gemeinsam Gas geben. Also alleine geht gar nichts, da braucht man eine starke Mannschaft hinter einem, die vor allem auch eine klare Strategie hat, klare Ziele hat und damit auch weiß, für welche Ziele man arbeitet und damit auch am Erfolg partizipiert. Neben diesem gewichtigen Preis hat das jährlich erscheinende Wirtschaftsmagazin auch einen weiteren Schwerpunkt. Das Ranking der 100 größten Unternehmen. Diese 100 Unternehmen machen einen Umsatz von über 30 Milliarden Euro pro Jahr. Sie haben über 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also sie zeigen die Wirtschaftskraft der Steiermark. Wir haben dort die kreative, innovative Köpfe, die in kleinen Betrieben, in mittelgroßen, in großen Betrieben einfach tolle Produkte und Dienstleistungen auf die Märkte bringen, damit wirtschaftlich erfolgreich sind, damit Arbeitsplätze absichern, damit Wertschöpfung ins Land bringen und tun das, weshalb wir in der Wirtschaft arbeiten, nämlich Wohlstand zu nähren und Einkommen zu sichern. Neu im Programm des Events war die Vergabe des Managen statt Verwalten Awards. Der erste Preisträger, Dr. Gerhard Semmelrock. Ich selber bin natürlich stolz, aber teile diesen Stolz mit all jenen, die so zum Erfolg dieses Projektes beigetragen haben. Und wirklich geht es darum, dass sehr viele Involvierte, sehr viele Kolleginnen und Kollegen einfach sehr viel Engagement gezeigt haben, um ein innovatives Projekt umzusetzen. Weiter ging es dann mit der nächsten Zwischeneinlage, der Ehrung der 5 besten Wehrbetriebe des Landes. Der letzte Programmpunkt, der Top of Styria in der Kategorie Lebenswerk. Und dieser ging heuer an Johann Weigand. Dank ihm zählen die Böhler Unternehmen mittlerweile zu den Weltmarktführern. Selbst weiß nicht, worin ich top bin, aber ich hoffe, ich bin recht gut darin, einen Überblick zu haben, was ein Unternehmen braucht, was wir in der Wirtschaftskammer brauchen. Und ich hoffe, ich bin auch recht gut darin, gute Leute dazu motivieren zu können, ihr Bestes zu geben. Eine gute Frage, worin ist ein Politiker top? Selbstzufrieden und selbstgefällig darf er nie sein. Ich bin ehrgeizig, immer weiterzuarbeiten. In der Begeisterung. Ich versuche, gut darin zu sein, die Tops herzuzeigen. Top bin ich deswegen noch lange nicht. Top war der Abend auf jeden Fall. Und top wird es auch 2016 weitergehen. Davon ist man felsenfest überzeugt.